Ich bin heute dran mit dem nächsten, in Anführungszeichen, Bier, das ihr in eurem Adventskalender findet. Ja, zur Geschichte. Das, ich zeig's mal in die Kamera, ist der Inhalt. Und zwar Storch im Glück, ein Biomalzgetränk. Das bekommt ihr heute, weil ihr jetzt schon ja, einiges an Bier in der letzten Zeit getrunken habt. Und das ist halt was, was Alkoholfreies ist. Aber nein, Spaß beiseite. Vor allen Dingen bekommt ihr das, weil das mein treuer Begleiter eigentlich ist. So die letzten 6, 7 Jahre, seit wir die Brauerei aufgemacht haben. Wie der ein oder andere von euch ja weiß, haben wir 3 wundervolle Kinder, die seit 7 Jahren mittlerweile bei uns sind. Und genauso lang war ich gefühlt schwanger und habe gestillt, sodass Alkohol trinken eher nicht so drin war. Deswegen habe ich mir Alternativen gesucht. Und eine Alternative, die mich mega cool geflasht hat, weil ich einfach gerne süß mag, ich mag es gerne malzig, ich mag es gerne irgendwie so ein bisschen ja, besonders, habe ich dieses Malzbier gefunden. Und zwar im Landbierparadies, witzigerweise. Und ja, bin mega begeistert von diesem Malztrunk, weil er eben nicht so pappsüß ist wie manch andere, ich mach's mal auf, sondern ja, irgendwie einzigartig schmeckt für mich und eine Malzigkeit hat, eine leichte Süße auch, aber überhaupt nicht künstlich schmeckt. Und ja, wir probieren es mal gemeinsam. Okay, ist schon sehr süß. Aber ich liebe es. Ich finde es klasse. Und der Name ist natürlich auch witzig, Storch im Glück. Passt irgendwie zu Schwangerschaften und Geburten. Ja, und ich muss sagen, das hat mich durchgetragen, unter anderem. Und ja, witzigerweise haben wir tatsächlich eine Brauerei aufgemacht. Und ich habe die letzten 6 Jahre kaum was von unseren verschiedenen Bieren probieren können. Das ändert sich jetzt. Also wir sind durch. Kinderplanung, Kinderwunsch ist beendet. Wir haben 3 Kinder. Das ist völlig ausreichend für uns neben unserer Brauerei. Und so langsam, ja, komme ich in den Geschmack, weil ich wieder all unsere Biere probieren kann, die wir jetzt im Moment so haben, was natürlich von der Vielfalt her fantastisch ist. Muss ich euch nicht sagen. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr nur noch auf Storch im Glück Malztrunk angewiesen, aber nach wie vor ist es für mich ein super leckeres Getränk, was ich einfach so wegsüffeln kann an einem Abend. Und ich liebe es. Also ich hoffe, es schmeckt euch genauso sehr wie mir. Ich finde es fantastisch und ja, ist nochmal so ein schöner Cut, glaube ich, für die bevorstehenden Feiertage, wo wahrscheinlich der ein oder andere Schluck Bier, Sekt, Wein, harter Alkohol, was auch immer getrunken wird. Und ja, lasst es euch gut gehen. Wir haben noch 2 Türchen vor uns. Und ich wünsche euch schon mal eine gute Zeit. Das war, glaube ich, das letzte Video mit mir. Und wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Lasst es euch schmecken. Liebe Grüße.